Florian Silbereisen, er ist zu faul für. Florian Silbereisen steht viel in der Öffentlichkeit. So manch ein Fan oder Follower mag sich vielleicht schon gefragt haben, wie es mit der Social-Media-Präsenz des gefeierten Schlagerstars und Entertainers aussieht. Einen aktiven, offiziellen Instagram-Account, der die Community über Florian Silbereisen als öffentliche Person informiert, gibt es. Private Fotos, die ihn zum Beispiel im Skiurlaub oder beim Kochen zeigen, sind hingegen Fehlanzeige. Im Interview mit Stern verrät der 40-Jährige jetzt offen, wie er dazu steht. Florian Silbereisen, das ist der Grund für seine Zurückhaltung. Ich würde mich gern mit den Fans mehr austauschen, beteuert er gegenüber Stern. Doch im Grunde führt alles, was er von sich preisgibt, erfahrungsgemäß zu einem immensen Medienrummel. Ein Rummel, der sich als Promi natürlich nicht vermeiden lässt, aber eben auch im Rahmen gehalten werden soll. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb er keine privaten Social-Media-Accounts pflegt. Im Gespräch mit Stern gibt er zu, aber ganz ehrlich, ich bin auch zu faul dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich frei habe und keine Show, daheim zu überlegen, was ich jetzt posten könnte. Florian Silbereisen, auch ein Entertainer braucht mal Ruhe. Während Kollegin Beatrice Egli ihren Matterhorn-Aufstieg nahezu schrittweise auf Instagram dokumentiert und ihren Fans immer wieder Updates gibt, ist Florian Silbereisen da eher verhalten. Im Interview mit Stern bestätigt er, dass er die sozialen Medien sehr wenig nutzt, um mit dem Publikum in Kontakt zu sein. Und die Zurückhaltung ist bei seinem Pensum vielleicht auch nachvollziehbar. Denn schließlich ist er einer der gefragtesten Multitalente der deutschen TV-Landschaft. Da sei ihm nach Feierabend auch mal etwas Ruhe vergönnt.